Portemonnaie. Ist was drin? Ja, weiß ich noch nicht. Halt mal. Oh, da ist ja ganz schön viel drin. Müssen wir das abgeben? Ja, wahrscheinlich. Bei der Polizei. Oder, warte mal, steht ein Name drin? Nein, bloß A.Z. Gehört bestimmt einer Frau. Ja, aber wo wohnt die? Ganz in der Nähe. Am besten, wir nehmen jeder ein Haus. Wir fangen da hinten an. Los, ja, komm. Hier, pass schön auf den Ball auf. AZ! Ja! Los, klingel mal! Oh, auch noch ganz oben! Nun mach doch! Na, endlich! Wer ist da? Ist ja auch älter! Nein, hier ist es, Sylke! Wer ist denn da? Na, wir! Na, wer denn wir? Ihr seid's. Was wollt ihr denn? Wir wollten bloß mal fragen, ob Sie was verloren haben. Habt ihr etwa mein Portemonnaie gefunden? Das ist aber schön. Moment, erst müssen wir feststellen, ob es auch wirklich Ihnen gehört. Wie sieht es denn aus? Schwarz. Stimmt. Und wie viel Geld ist drin? Na, ungefähr 75 Mark. Stimmt nicht. Ach, fehlt schon was? Nein, es ist viel mehr drin, über 85 Mark. Ja, dann hat mir die Kassiererin zu viel rausgegeben. Da kann ich mein Portemonnaie haben. Stehen ja meine Anfangsbuchstaben drin, AZ. Geht in Ordnung. Ihr bitte. Na, danke schön. So, nun kommt mal rein. Ihr kriegt ja noch Finderlohn. Neun, sechs, sieben, acht, 20, 40, 45, 50. Na, wer bekommt denn nun das Geld? Ich. Mein Bruder hat es ja gefunden. Danke. Oh, mein Junge. Aber du gibst ihm doch bestimmt was ab. Nicht wahr? Ja. Bestimmt. Die Hälfte ist 4,25 Mark. Wenn du mal in der Schule so schnell rechnen würdest. Die Einkauferei macht keinen Spaß mehr. Aber das Schlimmste sind die Treppen. Vier Treppen mit den schweren Tüten. Drei Dosen habe ich heute geschleppt. Und fünf von Kartoffeln. Ist ja alles abgepackt. Warum lassen Sie sich das nicht rumschicken? Na, denkst du, die machen das? Lohnt sich doch nicht für den Supermarkt. Das bisschen, was eine einzelne Person braucht. Ja, früher war das ganz anders. Da habe ich meinen Kaufmann an der Ecke angerufen und der Lehrling hat mir alles, was ich brauchte, ins Haus gebracht. Oh, das waren noch Zeiten. Da hat man einem noch die Milch vor die Tür gestellt. Wisst ihr, dass man da abends bloß einen Beutel an die Tür hängen musste und am Morgen waren frische Brötchen drin? Wirklich? Wer hat die denn gebracht? Na, der Bäckerjunge. Ach, heute hat man ja wieder so was Ähnliches aufgezogen. Wo habe ich denn den Zettel? Wo ist denn der? War doch im Briefkasten. Da. Da ist er ja. Hier. 50 Pfennig wollen die haben. Nur fürs Bringen. Brötchenservice. Eine halbe Mark soll ich bezahlen für meine zwei Brötchen. Nee, mir zu teuer. Wären 25 Pfennig auch zu viel? Nein, das würde ich ja schon anlegen. Aber macht doch kein Mensch heute. Mal sehen. Wir können ja auch mal was für Sie einholen. Ja, was denn? Treppen sind kein Problem für uns. Das würdet ihr tun, tatsächlich. Na, ihr bekommt jedes Mal eine Mark von mir. Ach, ist doch nicht nötig. Nicht jedes Mal. Nicht jedes Mal auch. Das ist ja lieb von euch. Wollt ihr vielleicht ein Glas Saft trinken? Nein, danke. Nein, wir essen gleich Abendbrot. Wer ist denn das auf dem Bild hier? Ach, meine Kinder. Mein Sohn und meine Schwiegertochter. Warum steht denn das Bild verkehrt herum? Da können Sie die doch gar nicht sehen. Naja, ich will sie ja auch gar nicht sehen. Warum stellen Sie sich das Bild dann überhaupt auf? Na, muss man doch. Sind doch die Kinder. Haben die Sie geärgert? Nein, ich sie. Als ich die große Wohnung aufgeben musste, habe ich gedacht, ich könnte bei Ihnen wohnen. Weil Sie ja das große Haus haben.
Aber sie wollten, dass ich in ein Seniorenheim gehe. Und damit war ich nicht einverstanden. Och, da wird doch so schön für dich gesorgt, haben sie gesagt. Für mich braucht keiner Sorgen. Das kann ich schon allein. Na, und dann habe ich mir hier die kleine Wohnung genommen und damit waren sie nicht einverstanden. Böse sind sie mit mir, weil sie es ja so gut meinten. Bis jetzt haben sie mich nicht ein einziges Mal besucht, aber ist ja auch egal. Tom, träum nicht. Hab ich ja gar nicht. Bloß mal überlegt. Mutti, du kannst immer bei uns bleiben, auch wenn du noch so alt wirst. Wie kommst du denn darauf? Nur so. Zu mir kannst du auch immer kommen. Na ja, also brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Und was ist mit mir? Du kommst auch nicht ins Heim. Nein? Das ist doch alles kein Problem. Wir erben das Haus doch später einmal, nicht wahr, Werner? Ach, können wir erst noch Abendbrot essen oder sollen wir gleich ausziehen? Also darüber habe ich mir eigentlich noch keine Gedanken gemacht, Tanja. Hm? Du schon genug. Ne? Oh. Dann lauf ein bisschen herum, such die Lulu. Ja, das eilt ja auch nicht. Aber wenn, dann könnt ihr beide doch nach unten ziehen, ins Studio. Oh, das ist eine gute Idee. Haben wir wenigstens ein Dach über dem Kopf. Woran die Kinder alles denken? Nur an ihren Vater nicht. Der hat sich bitter über euch beklagt. Wisst ihr, dass er morgen Geburtstag hat? Ach ja, richtig. Hab ich ganz vergessen. Mhm. Und zwar einen runden, 50 wird er. Müssen wir da hin? Ja, natürlich müsst ihr das. Er rechnet fest damit. Er hat übrigens seine neue Adresse, hat er mir gestern durchgegeben. Was? Papi ist umgezogen? Wusste ich ja gar nicht. Woher auch? Ihr habt euch ja lange nicht mehr bei ihm blicken lassen. Nicht mal telefoniert habt ihr mit ihm. Da ist doch immer diese Frau Horn am Apparat. Die ist nicht mehr da. Nein? Was für eine hat er denn jetzt? Das weiß ich nicht. Das geht uns auch nichts an. So, geh noch ein bisschen ins Studio. Mir gibst du nie mehr einen Gute-Nacht-Kuss. Ja, entschuldige, ich wusste ja nicht, dass du einen Wert darauf legst. Tom, du bist ja schon fertig. Guck mal nach Franziska, dass sie nichts anstellt. Gute Nacht, Tanja. Werner? Aha. Gar nicht, aha. Ich will nichts von dir, nur mein Taschengeld ist alle. Hallo. Könntest du mir einen kleinen Vorschuss geben? Ich brauche doch was für das Geschenk für Papi. Na gut. Kommst du nachher ins Studio? Ich habe mein Jackett unten hängen. Und dann noch, Werner. Darüber wollte ich noch mit dir sprechen. Ich habe mir was überlegt für meine Geburtstagsparty. Franziska. Können wir in deinem Studio feiern? Im Studio? Na, wenn du alles ausräumst, dann kann ja auch nichts wegkommen. Och, das ist aber sehr fürsorglich. Wie viele Gäste erwartest du bei deiner Party? Eingeladen sind 20. Zu Conny sind neulich über 100 gekommen. Über 100? Donnerwetter, so viele Freunde hat Conny? Pff, nein, auch ganz Fremde. Na, wenn irgendwo eine Party ist, dann spricht sich das schnell rum in der Gegend. Bei Conny sind sogar 10 Skins aufgetaucht, aber die haben sich ganz manierlich benommen. Sind nur 3 Stühle zu Bruch gegangen. Na, das geht ja. Also feiern darfst du, allerdings nicht in meinem Studio. Bis später. Arbeite nicht zu lange. Mann, das wird eine tolle Party. Mann, ich freue mich auch schon drauf. Kinder sind natürlich nicht eingeladen. Ist ja auch viel zu langweilig für euch. Was wollt ihr auch unter Erwachsenen? Ach, kommt auch Erwachsene, ja? Ich glaube, das ist wirklich nichts für euch. Das geht bis morgens früh und dann wird getanzt. Sag mal, Markus, kann ich ein paar Kassetten von dir haben? Nein, die sind nur was für Kinder. Ich gehe noch mal mit Lulu raus. Komm, Lulu. Ich gehe mit Franziska jetzt nach oben. Ich komme auch gleich nach oben. Sag mal, Tanja, wie hast du dir das vorgestellt, 100 Personen? Was willst du denn denen anbieten? Na, was zu trinken, ein kaltes Buffet. Bei Conny gab es sogar Kaviar und Champagner. Klar, Austern auch noch. Na, ich glaube, du spinnst. Eine kleine Party kostet schon so viel Geld. Und ich bin im Moment knapp bei Kasse. Werner möchte ich nicht damit belasten, auf gar keinen Fall. Schuftet schon genug für euch. Na gut, dann frage ich morgen eben Papi. Das wirst du nicht tun. Sei einmal vernünftig. Der hat jetzt andere Sorgen. Werner, hast du mal einen Augenblick Zeit für mich? Ja, was ist denn? Du, ich war doch gestern in meiner alten Boutique, hab das Jäckchen gekauft für Franziska. Das weiß ich doch. Du kannst dir gar nicht vorstellen, die machen ein solches Geschäft, der Laden ist proppenvoll. Ja? Jetzt bist du traurig, dass du deinen Anteil verkauft hast, ne? Ach, nein, Quatsch, behaupte ich. Ist nur ein Problem, meine Nachfolgerin kriegt ein Kind. Die auch? Eine fruchtbare Gegend. Jetzt ist es schon im 8. Monat. Ja, da wird dir das natürlich alles zu viel, den ganzen Tag im Laden stehen, in dem Zustand. Na, weißt du, da hat sie mich gefragt, ob ich ihr nicht ein bisschen helfen könnte. Ich meine, nur für ein paar Stunden und auch nicht jeden Tag. Du hast natürlich Nein gesagt. Nein.
Gut. Was soll das heißen? Ich habe gesagt, dass ich das erst mit dir besprechen will. Das hast du ja nun getan. Nein, nein, du kannst der Frau nicht helfen. Wer passt denn in der Zeit der Franziska auf? Wieso denn? Das ging doch ganz prima. Ich könnte sie doch mitnehmen. In den Laden? Oder das fehlt dir noch? Werner, wir könnten das Geld so gut gebrauchen. Die Kinder kosten immer mehr. Ja, ja, die stehen ganz schöne Ansprüche. Ist mir auch aufgefallen. Unlängst habe ich ausgerechnet, was wir so monatlich für sie zahlen. Hm. Jetzt schau, du bekommst doch noch Geld von Bernie, ne? Mhm. Was ist denn? Damit müssen wir eigentlich auskommen. Nein, nein. Das ist so viel im Haus zu tun. Die Frau soll sich noch jemand anders in der Boutique umsehen. Wollt ihr noch Kuchen? Nein, danke. Bloß nicht. Marmorkuchen. Habt ihr doch früher immer so gern gegessen? Ja, früher. Ganz früher. Das ist schon lange her. Der ist so trocken. Hab ich heute aber ganz frisch gekauft. Und noch Kakao. Ich auch nicht. Na und du? Papi, ich trinke doch keinen Kakao mehr. Hast du keinen Saft? Oder eine Cola? Nee. Ach, sowas trinke ich jetzt lieber. Das wusste ich nicht. Wir sehen uns eben viel zu selten. Ich guck mich mal ein bisschen um. Wo geht's denn hier zu den anderen Zimmern? Was für andere Zimmer? Ich hab nur das eine. Mir nicht? Und wo schläfst du? Da drüben. Auf der Couch. Und wo ist das schöne große Bett? Das habe ich weggegeben. Was soll ich auch damit? Wenn man da immer ganz allein drin liegt, fühlt man sich so einsam. Also ich finde, für eine Person reicht das völlig. Wäre genau das Richtige für mich. Und dann auch noch Sonnenseite. Sag mal, Papi, weißt du zufällig, wem der rote Wagen da drüben gehört? Ja. Der ist aber schick. Den könntest du mir eigentlich zum Geburtstag schenken. Das geht leider nicht. Den brauche ich nicht mehr. Du hast doch noch den großen Schlitten. Der ist verkauft. Was? Den hast du verkauft? Warum denn? Weil ich Geld brauche. Hast du denn kein Geld? Ach, deswegen hast du die schöne Wohnung aufgegeben? Naja, du hast ja noch dein Büro. Nein, das habe ich nicht mehr. Und die Firma auch nicht. Bist du etwa pleite? Ja, so kann man es auch nennen. Ich muss noch einmal ganz von vorne anfangen. Also von Papi habe ich nichts zu erwarten. Ich weiß. So ein Mist. Wer finanziert mir meine Party? Du, ich spreche noch mal mit Werner. Tanja, das möchte ich nicht, auf gar keinen Fall. Werner gibt schon so viel Geld für euch aus. Und dazu ist er überhaupt nicht verpflichtet. Schließlich hat er euch ja nicht adoptiert. Ach so. Du, das ist die Idee. Dann soll er mich doch adoptieren. Nun mach aber mal einen Punkt, ja? Dein Egoismus geht wirklich ein bisschen weit. Du denkst doch wirklich nur an deinen Vorteil. Ja, warum soll er mich denn nicht adoptieren? Das kannst du deinem Vater ja wohl schwerlich antun. Warum denn nicht? Weil er euch liebt. Ach, und weshalb hat er uns dann damals im Stich gelassen? Tanja, die Scheidung habe ich eingereicht. Ja, das hast du. Weil er dich betrogen hat. Mit seiner Sekretärin. Sag mal, woher... Ich will jetzt nicht mit dir darüber sprechen. Aber ich... Meinst du denn, ich habe damals nicht mitbekommen, dass Papi etwas mit diesem Fräulein Willingen hatte? So richtig verstanden habe ich das eigentlich erst viel später. Aber dass da etwas lief, das habe ich gespürt. Und ich habe mir eingebildet, ihr hättet nichts davon gemerkt. Markus und Tom nicht? Die waren noch viel zu klein. Aber ich schon. Ich wollte das alles so gern von euch fernhalten. Du warst rührend, Mutti. Immer wenn du morgens verweinte Augen hattest, dann wolltest du uns einreden, du hättest Zug bekommen. Aber der Krach nachts im Schlafzimmer. Ihr habt euch ja bemüht, möglichst leise zu schreien, aber der Name Willing war nicht zu überhören. Papi hat sich damals verdammt mies benommen. Und du hast dir das viel zu lange mit angesehen. Wenn mir so etwas passieren würde, dann lasse ich mich sofort scheiden. Das sagt sich so leicht. Aber wenn man drei kleine Kinder hat, dann überlegt man sich das 100 Mal. Ich könnte ja nicht ahnen, dass mir so ein Mann wie Werner über den Weg läuft. Da haben wir wirklich Schwein gehabt. Ich spreche jetzt mal mit ihm. Tanja, sei doch mal ganz ehrlich. Du willst dich doch nicht adoptieren lassen, weil Papi mich betrogen hat. Sondern nur, weil du nichts mehr von ihm zu erwarten hast, oder? Findest du das nicht eigentlich genauso mies?
Was ist denn? Ich muss mal mit dir reden. Du weißt ja schon, worüber. Mhm. Jetzt lass doch mal den Fotoapparat. Wir müssen ihm doch helfen. Ja, und wie? Ich habe schon eine Idee. Ja? Dabei hätten wir natürlich ganz schön zu tun, aber machst du mit? Klar. Das müssen wir natürlich richtig aufziehen. So im großen Stil, verstehst du? Sonst bringt das überhaupt nichts. Ja, und was willst du machen? Sag ich dir ja gleich. Aber das Wichtigste ist, dass keiner was davon erfährt. Ehrenwort? Ehrenwort. Ja, sind denn die wahnsinnig? 12.000 Mark nachzahlen. Innerhalb von 4 Wochen. Bis jetzt habe ich auf dich gewartet. Ja, entschuldige, liebling, sei nicht böse, aber ich. Das ist ja nicht so schlimm, aber du musst ja unten frühstücken. Ich meine, ich trinke nur eine Tasse Kaffee. Die Zeitung von gestern hat sich auch wieder angefunden, lag im Zimmer von Markus. Ja, wann liest der die Zeitung? Steht da nichts drin? Jede zweite Seite nur Reklame. Das ist doch jeden Donnerstag so. Da inserieren doch alle Supermärkte und Glocken mit ihren Sonderangeboten. Ja, also mich nicht. Du kannst wieder mitnehmen. Bin ich steif. Das ist ja auch kein Wunder. Du bewegst dich ja überhaupt nicht. Nimm dir ein Beispiel an den Jungs. Die joggen jeden Morgen vor dem Frühstück. Ja. Mach doch mal mit. Du solltest wirklich was für dich tun. Ja, vollerweg muss ich was für Wolfgang tun. Der wartet schon auf seinen Oberförster. Guten Morgen. Morgen, Martina. Endlich mal ein fröhliches Gesicht. Also, ich lasse euch jetzt in Ruhe arbeiten. Sie strahlen ja wirklich. Mir geht's ja auch blendend. Spät geworden gestern Abend? Nein. Na, dann kann ich ihn ja schon anrufen. Darf ich Ihnen die Zeichnung rübergeben? Ja, ja, gerne. Morgen, Wolfgang. Ich wollte dir bloß sagen, heute Nachmittag bekommst du deinen Oberförster. Nein, nein, Martina kommt nicht. Ich bringe ihn dir selber. Ich habe mit dir was zu besprechen. Aber sie lässt dich sehr schön grüßen. Ja? So? Du machst mich aber neugierig. Nee? Na gut, schön. Also bis nachher. Hm? Er will mir etwas ganz Wichtiges erzählen. Hm. Was denn? Ihr wollt doch nicht etwa... Doch. Hat er's endlich geschafft. Ich gratuliere. Er weiß noch gar nicht, was ihm bevorsteht. Die Verwandtschaft, die er damit heiratet. Meine 3 Brüder. Na, und den Ältesten kennt er noch gar nicht. Aber Wolfgang ist ja Optimist. Und der Termin steht schon fest? Ja, am 15. Schon? Ja, und dann geht's natürlich gleich auf Hochzeitsreise. Nur 2 Tage. Wolfgang muss nach New York und da will er mich mitnehmen. Eigentlich wollten wir uns ja einen Wagen mieten und quer durch Amerika bis San Francisco reisen. Aber Wolfgang hat wieder mal keine Zeit. Ja, und wenn Sie zurückkommen, ich meine, arbeiten Sie dann weiter? Ich möchte schon, aber Wolfgang, der... Er reist doch so viel und da will er mich halt mitnehmen. Ich kann's ja verstehen. Ja, ich auch. Aber wer macht dann meine Reinzeichnungen? Doris! Was, Frau Niemeyer? Ich meine, Frau Wagner? Ja, die würde gern wieder was tun. Ja, aber die arbeitet doch im Betrieb von ihrem Mann und dann hat sie ein kleines Kind. Und, oder stimmt da irgendwas nicht in der Ehe? Darüber möchte ich nicht sprechen. Das soll sie Ihnen lieber selbst sagen. Ach, das tut mir leid. Das tut mir sogar sehr leid. Na schön, also sagen Sie Doris Bescheid. Sie kann jederzeit hier wieder anfangen. Na, wie viel war's? 75 Pfennig. Die hatte nicht mehr Kleingeld. Na, macht nichts. Kleinvieh macht auch nichts. Ja, aber nicht genug. Wie viel hast du denn von Frau Witte gekriegt? 2,50 Mark. Puh, da können wir ja wieder was abschicken. Ja, können wir. Aber wir müssten noch viel mehr Kunden haben. Noch mehr? Du, das schaffe ich nicht mehr. Mir tut heute wieder alles weh. Ich muss heute 8 Büchsen Hundefutter schleppen für die Alten, den 2 Dobermännern. Der eine hat mich fast gebissen. Wir haben jetzt 15 Kunden und das reicht einfach noch nicht. So, ich habe noch keine Hausaufgaben. Ey, warte mal. Wir könnten doch die da vielleicht... Nein, die kennen wir schon. Das ist Frau Schönfeld. Aber die andere, die kenne ich noch nicht. Scheint neu in der Gegend zu sein. Los, komm. Guten Tag. Dürfen wir Sie mal was fragen? Ihr wollt sicher wissen, wie spät es ist. Nein, wir haben doch selber eine Uhr. Wie viel haben Sie denn für Ihre Mohren bezahlt? Warum wollt ihr das denn wissen? Ach, ihr macht wohl eine Umfrage. Marktforschung und so. Nein, wir fragen aus Interesse. Also, was kosten die Mohren? Tja, weiß ich gar nicht mehr so genau. Wo haben Sie die denn gekauft? In dem großen Gemüsegeschäft am Albrechtplatz. Aha, in der Königstraße sind sie 30 Pfennig billiger. Tatsächlich?
Woher wisst ihr denn das? Ja, wir vergleichen eben. Und wir kennen alle Sonderangebote. Wir kaufen nämlich für verschiedene Damen in der Gegend ein. Ja, und wir bringen alles ins Haus. Und wir sind nicht mal teuer. Es geht nach der Höhe des Einkaufspreises. Bis 15 Mark berechnen wir nur 95 Pfennig. Ja, und bis 20 Mark 1,50 Mark. Wenn Sie mit uns zufrieden sind, können Sie uns natürlich mehr geben. Aber das kostet Sie gar nichts. Sie sparen sogar noch etwas ein, weil wir viel günstiger einkaufen. Ja, Sie brauchen uns nur einen Zettel zu schreiben und wir holen uns den dann ab. Bei Fonhof gibt's heute Gulasch, auch im Sonderangebot. Ja, Schlachtfrisch vom Jungmastbullen. Der Fleischer hat gesagt, sehr zu empfehlen. Gulasch? Das wäre was für Sonntag. Tom, notier die Adresse. Ich sehe mich mal im Park um. Die sitzen heute alle in der Sonne. Sie werden es nicht bereuen. Komm, Lulu. Eigentlich gar nicht mal schlecht. Hört die Schlepperei endlich auf. Mögen Sie morgens eigentlich frische Brötchen? 12.000 Mark musst du nachzahlen, das ist bitter. Wie kommt denn das? Letztes Jahr habe ich sehr viel mehr verdient als im Jahr davor. Und noch mehr ausgegeben. Ja, man rechnet ja gar nicht damit, dass ihm das ganze Geld nicht gehört. Im besten Fall 50%. Dann kommt das Finanzamt mit der großen Keule. Was, innerhalb von 4 Wochen? Ja. Und du hast das Geld noch? Nicht einmal die Hälfte. Mehr hast du nicht auf dem Konto bei deinen Einnahmen? Aber überleg doch mal. Im vergangenen Jahr die große Reise. Dann musste das Dach repariert werden. Neue Waschmaschine, im Auto war was kaputt. Und dann der Haushalt. Bitte dich, 6 Personen und ein Hund, da bleibt nicht viel übrig. So 5.000 Mark kann ich dir pumpen. Das ist ja keine Lösung. Sag mal, Moment mal. Entschuldige. Du wirst doch das Geld irgendwann wieder zurückhaben. Und ich möchte etwas dazu verdienen. Hast du nicht noch irgendwas für mich? Na ja, du, eine ganz eilige Sache. Eine neue Packung für Kopfschmerztabletten. Ja? Aber das kannst du doch gar nicht schaffen. Mit dem Babypuder bist du noch nicht fertig. Ja, aber da arbeite ich abends etwas länger. Na gut, ich lasse dir die Unterlagen fertig machen. Moment, du, ich muss auch noch was mit dir besprechen. Die Martina und ich. Weiß Bescheid. Mein bester Freund nimmt mir meine beste Mitarbeiterin weg. Nein, Bille, das ist es ja. Dani kann im Moment nicht zahlen für die Kinder. Er hat doch nichts. Deshalb sitze ich doch so in der Klemme. Ach, Werner kann ich nicht um Geld bitten. Er weiß ja nichts davon. Ja, das habe ich Bernie versprechen müssen. Manchmal ist es wirklich zum Verrücktwerden. Ja, also, ich komme dann morgen Nachmittag zu dir. Ja, mach's gut. Tschüss, bis dann. Tschüss. What? Schumann? Ja, im Apparat. Hallo. Ach, guten Tag, Herr Börner. Aber ich bitte Sie, natürlich weiß ich das. Sie sind Tops Klassenlehrer. Bedenklicher Leistungsabfall, sagt Herr Börner. Tom ist unkonzentriert, vergisst alles, passt nicht auf. Neulich ist er sogar mitten im Unterricht eingeschlafen. Sein Lehrer meint, er braucht dringend Nachhilfestunden. Ja, das ist ganz schlecht. Was ist ganz schlecht? Nachhilfestunden? Das Baby sieht nicht glücklich genug aus. Mal, hörst du mir überhaupt zu? Schau, Liebling, ich kann nur eines tun, entweder arbeiten oder zuhören. Und im Moment, ich muss unbedingt damit fertig werden. Nein, im Moment ist das mal wichtig. Wann hast du denn mal Zeit für uns? Also in längstens einer Stunde bin ich oben. Und dann können wir alles besprechen. Dem Baby muss man ansehen, dass ihm der Puder gut tut. Hier muss man auch was ansehen. Ja. Ja, jetzt gefällt es mir besser. Ja. Der Mond. Werner? Erraten. Kommst du jetzt erst ins Bett? Was? Es ist ja schon gleich 3:30. Ach, hast du so lange gearbeitet? Mhm. Geht das schon wieder los? Du siehst so müde aus. Das ist nur äußerlich. Du wolltest doch etwas mit mir besprechen, also bitte. Ach, hat doch jetzt keinen Sinn. Mir fallen ja schon fast die Augen zu. Ich bin ganz Ohr. Also, Frau Hoffmann hat heute draußen an der Hauswand eine feuchte Stelle entdeckt, direkt neben dem Badezimmerfenster. Auch das noch. Ja, musst du morgen Herrn Gerke anrufen. Ja. Naja, dann Tanjas Geburtstagsparty. Ja, ich weiß. Tanja ist deine Tochter. Du musst für sie sorgen. Also bitte, wenn du ihre Party bezahlen willst,
Ich habe diesmal ausnahmsweise nichts dagegen. Wann gibt's denn wieder Wasser? Nicht vor 2 Stunden, junge Frau. Ich beeil mal schon. Danke, Gerke. Tada, Schumann. Oh, sieht ja schlimm aus. Was sein muss, muss sein. Aber ich hab den Bruch schon. Hier ist er. Ja, sieh mal, der Fleck, der war ganz woanders. Boah, das hat ja nichts zu sagen. Wasser sucht sie immer seinen Weg. Da kann sie die tollsten Überraschungen erleben. Naja, und wie sieht's denn aus? Ich meine, kriegen Sie es in den Griff? In den Griff kriegen wir alles. Ich setze Ihnen hier ein neues Stück ein. Provisorisch, denn Ihre Rohre. Oh, weia. Ich sag bloß, verzinktes Eisenrohr. Das muss alles erneuert werden, Herr Schumann. Aber schnellstens. Alle Rohre? Alle, die sind fällig. Wenn das erst mal losgeht, da müssen Kupferrohre rein. Ja, die wollen doch Nägel mit Köpfen machen. Ja, nun, was kosten denn die Nägel mit Köpfen? Oh ja, was genau kann ich das nicht sagen. Nicht so über den Daumen gepeilt, so 15.000 bis 20.000 Mark. So viel? Wenn Sie einen Rohrbruch nach dem anderen haben, wird es noch teurer. Mal sehen. Warten Sie mal. Dienstag sind wir mit dem Neubau fertig. Die Heizung bei Wittges kann warten, ist ja Sommer. Sie, da rühre ich am Mittwoch schon mit 2 Gesellen hier an und jede Drucksack über die Bühne. Sie haben Glück, Herr Schumann. Ja, kann es kaum fassen. Ja, dann muss nur noch der Maurer kommen und hinterher der Maler. Na ja, eins kommt zum anderen, ne? Ja, ja. Sei doch nicht so nervös, Doris. Er muss ja jeden Augenblick kommen. Hörst du, da ist er schon. Na, Schumann hat doch einen viel flotteren Schritt. Ach, guten Tag, Herr Schumann. Ach, Doris. Guten Tag. Jetzt habe ich Sie gar nicht gesehen. Wie geht's Ihnen denn? Guten Tag. Ach, fragen Sie lieber nicht. Ja, der Martin hat mir schon gesagt, Sie wollen wieder arbeiten, ne? Ich muss. Schon wegen der Anwaltskosten. So weit ist es schon. Mhm. Gestern bin ich ausgezogen. Ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. So schlimm war. Komisch. Ihr Mann hat mir immer so einen netten Eindruck gemacht. Ja, er ist ja auch nett. Besonders zu anderen weiblichen Wesen. Der flotteste Malermeister von Berlin. Und fleißig ist er auch. Er macht ja so viele Überstunden. Aber merkwürdigerweise immer nur dann, wenn er alleinstehenden Frauen die Wohnung renoviert. Sein Kundendienst geht mir etwas zu weit. Wo ist denn das Kind? Bei Ihnen? Vorläufig noch bei ihm. Ich verstehe ja angeblich nichts von Kindererziehung. Vom Geschäft natürlich auch nichts. Und jetzt wollte ich endlich mal wieder was tun, wovon ich was verstehe. Auch keine gute Reklame für die Ehe, was? Naja, es muss ja nicht immer so sein. Schauen Sie mich an. Jetzt allerdings ein gutes Beispiel bin ich auch nicht. Bei mir ist erst beim 3. Mal geklappt. Also gut. Verabreden Sie sich mit Martina. Wenn sie aufhört, dann können Sie gleich anfangen. Dankeschön. Also Angie, ich bin fertig. Du völlig fertig. Immer diese Statistiken, mir schwirren bloß auch Zahlen im Kopf rum. Ich kann nachts schon nicht mehr schlafen. Und wenn ich wirklich mal einschlafe, du, dann träume ich auch noch von Zahlen. Ich habe nicht gewusst, dass Studieren so schwer ist, du. Am liebsten würde ich ja wieder aufhören, nicht? Nein. Den Triumph gönne ich Alfons nicht, du. Seitdem ich in der Uni bin, ja, ist der immer schön brav abends um 8 zu Hause. Ist nicht wahr? Na klar, weil er eifersüchtig auf meinen Tutor ist. Dabei ist es schon ein älterer Student, nicht? Höchstens 25 Jahre jünger als ich. Ach, jetzt rede ich schon wieder bloß von mir. Dabei wolltest du doch dein Herz ausschütten, ja. Och, meine Süße, du bist völlig blank? Ja, nicht völlig blank. Ein paar Mark habe ich schon noch. Aber für Tanjas Geburtstagsparty reicht's nicht mehr. Aber was brauchst du denn da schon groß? Cola, was zu knabbern, ein paar Salate? Kriegst du doch bei Alfons alles zum Angrospreis. Ja? Moment mal. Du, vielleicht kriegen wir das noch billiger. Meinst du? Warte mal. Alfons! Alfons! Ja, komme. Du, Alfons. Ja? Tanja hat doch Geburtstag, nicht? Ja. Ihren 18. Ja. Was schenken wir ihr eigentlich? Ach, du liebst ja doch, hab ich noch gar nicht gedacht.
Was hältst du davon, wenn wir die Party ausrichten? Ja, das ist gut. Du hast immer so hervorragende Ideen. Oh, das will ich aber auch. Werner? Was ist denn? Blumen? Von wem sind die denn? Von mir. Für dich. Ist heute ein besonderer Tag? Guck doch mal auf die Uhr. Wie spät ist es? 8:30. Mhm. Genau vor 4 Jahren um die Zeit haben wir uns am kalten Buffet bei Alfons und Bille kennengelernt. Stimmt. Du hast dran gedacht und ich habe das vergessen. Ach, Liebling, das tut mir leid. Das ist ja lieb von dir. 4 Jahre ist das erst her? Also wenn du jetzt sagst, du hast das Gefühl, wir sind schon ein ganz altes Ehepaar. Nein, nein, ich wollte sagen, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, wie das ohne dich war und ohne die Kinder. Auf jeden Fall bedeutend ruhiger. Du, ich meine das ganz im Ernst. Weißt du, wir wissen gar nicht, wie gut wir es haben. Ja. Wenn ich so daran denke, was mir die Doris heute erzählt hat. Was denn? Wieder eine Ehe kaputt. Die reden nicht mehr miteinander. Und wenn sie sich nichts mehr zu sagen haben? Ja, aber wir haben uns noch was zu sagen. Weißt du, wir müssen immer miteinander reden, über alles. Liebling, das würde ich ja sehr gerne, aber da müsstest du mir auch mal zuhören. Du hast ganz recht. Jetzt mache ich Schluss. Oh, toll. Was gibt es auch für mich? Mhm. Was ist denn da drin? Pack doch mal auf. Ja. Fühlt sich gut an. Sag mal, da fällt mir ein, der Alfons hat mir erzählt, der Bernie ist pleite. Zahlt er noch für die Kinder? Ich hatte ihm versprochen, dir nichts davon zu erzählen, aber die Antwort kann er mir ja nicht verbieten. Ja, da hast du ja gar kein Geld mehr. Sowas. Also, so komisch finde ich das nun auch wieder nicht. Entschuldige. Ich zerbreche mir den Kopf, wie es weitergehen soll und du... Ja, ich vielleicht nicht. Und dann habe ich auch etwas verschwiegen. Was denn? Du musst 12.000 Mark Steuern nachzahlen. Ja, und die neuen Rohre, die kosten über 15.000 Mark. Über 15.000 Mark? Das ist entsetzlich. Oh, jetzt nicht mehr. Wieso? Ja, weil wir darüber geredet haben. Geteilte Sorgen sind halbe Sorgen. Weißt du, wir schränken uns ein bisschen ein und dann morgen gehe ich zu meiner Bank und... Das ist ja ein Jogginganzug. Mhm. So hübsch blau. Haben die Jungs nicht die gleiche Farbe? Ja. Scheint auch die gleiche Größe zu sein. Also die Hose, die sieht sehr eng aus. Ach was, die sitzt nur am Anfang ein bisschen stramm. Wenn du erst mal 14 Tage gejoggt hast, ist die sehr geräumig. Gar nicht gewusst, dass du so raffiniert bist. Siehst du, man erlebt eben immer noch Überraschungen. Liebling, du hast Übergewicht. Das bisschen. Ja, du treibst keinen Sport, schläfst viel zu wenig. Ich möchte auch gern auch noch was von dir haben. Na ja, na, dann gehen wir eben jetzt gleich ins Bett. Oh ja, muss ich morgen joggen. In aller Früh mit den Jungs vor dem Frühstück. So. Wo sind denn die beiden? Die Jungs sind schon lange weg. Das ist ja der endlos gebrauchte Badezimmer. Ich? Tanja ist ewig nicht fertig geworden. In welche Richtung sind sie gelaufen? Links oder rechts? Nach rechts. Dann hole ich sie ein. Komisch, die waren überhaupt nicht begeistert, dass du mitlaufen willst. Ja, wahrscheinlich bin ich ihnen zu schnell. Soll ich mich nicht vorher ein bisschen stärken? Frühstück gibt's erst hinterher. Na gut, also rechts. Werner? Ja? Bringst du frische Schrippen mit? Mach ich. Hast du Geld dabei? Ja, hab ich. Ich möchte auch so ein Frühstück, ja? Tee oder Kaffee? Kaffee. Gerne, aber es dauert einen Augenblick. Wir haben im Moment keine frischen Brötchen. War schon ausverkauft, so früh? Unsere besten Kunden waren im Moment da. Die Jungs versorgen hier die ganze Nachbarschaft, glaube ich. Aha. Ach, da kommen sie ja schon, aber die sind noch nicht da. Ah, das stört mich nicht. Das ist ganz im Gegenteil. Die Rennerei macht Appetit, was? Ja. Fahrt vorsichtig!
Werner, warst du so lange? Komische Frage, wenn man den ganzen See rumläuft. Um den ganzen See? Ja. Hast du Marmelade am Mund? Hm? Wo kommt denn der hübsche Kaffeefleck her? Ganz schön. Aber Franziska, wenn ich dir einen Rat geben darf, versuch nie deiner Mutter etwas vorzumachen, die merkt alles. Ui, da ist einer. Hallo, ja. Sie da? Ja, wie meinen Sie? Mich? Wir wollten Ihnen bloß eins sagen. Wir sind der Brötchenservice. Ah ja? Merken Sie sich das, sonst gibt es Ärger. Ja, was soll denn das heißen? Darf er sich seine Brötchen nicht mehr selbst holen? Wie findest du den? Weißt du, was ich auf dem Tod nicht leiden kann, ja? Wenn sich jemand dumm stellt. Ruhig, Olli, ruhig. Und passen Sie mal gut auf. Gestern ist schon wieder eine Kundin abgesprungen. Ja, das tut mir leid. Och, es tut ihm leid. Wer unterbietet denn unsere Preise? Ja, das lassen wir uns nicht gefallen. Wenn wir Sie noch einmal mit Brötchen erwischen, Sie oder die anderen blauen Jungs, dann können Sie was erleben. Ach so. Also jetzt verstehe ich erst, was Sie von mir wollen. Na endlich. Außerdem zeigen wir Sie an. Ja. Sie haben doch bestimmt keinen Gewerbeschein. Oder zahlen Sie etwa Steuern? Doch, ja. Na, dann möchte ich mal wissen, wie Sie da zurechtkommen. Mit 25 Pfennig fürs Bringen. Tja, wenn man mit Kindern arbeitet. Ja, also meine Herren, das war sehr interessant, was Sie mir da erzählt haben. Also dann wissen Sie ja nun Bescheid. Wir sind der Brötchenservice. Ja, das meinen Mitarbeitern sagen. Frau Schumann, die frischen Brötchen sind da. Heute zum letzten Mal. Was wollten die denn von dir? Die Konkurrenz schläft nicht. Welche Konkurrenz? Ja. Deine Brüder, das sind vielleicht Brüder, so. Also, ich verstehe kein Wort. Wovon sprichst du eigentlich? Von unseren Jungunternehmen, Markus und Tom. Von wegen jeden Tag joken. Versorgen die ganze Gegend mit frischen Brötchen und ich hab den Ärger. Was machen die? Also das ist ja... Ja. Die verdienen sich heimlich etwas, möchte nur wissen, was die mit dem Geld machen. Na, die werde ich mir nachher vorknöpfen. Warte mal, Werner. Ich glaube, ich weiß. Berdi hat mich doch gestern angerufen und hat mir erzählt, dass er zwei Postanweisungen bekommen hat. Zweimal 50 Mark. Nur den Absender kennt er nicht. Eins ist ihm komisch vorgekommen. Die Schrift sah ziemlich kindlich aus. Und du meinst, dass die Jungs ihm das Geld geschickt haben? Ja, aber warum tun die das? Wollen die ihren Vater unterstützen? Wahrscheinlich. Es wäre ja rührend. Wer weiß, was er den Kindern vorgejammert hat. Ich kenne doch Bernis Mitleidsmasche. Darauf bin ich damals auch reingefallen. Ja, aber das wäre doch... Aber 100 Mark, so viel haben die nie damit verdient, die in zwei Wochen. Die meine andere Erwerbsquelle. Wann sind Sie denn noch unterwegs? Markus geht nach Tisch immer mit Lulu raus. Und ja, Tom geht neulich immer mit. Aha, weißt du, das ist interessant. Mal eine an und in der Schule schläft er. So. 20 Mark 50. Was kommt denn bei dir raus? Ich krieg immer was anderes raus. Nimm dich doch mal zusammen. Ja, ja. 5 und 2 sind 7. 7 und 4 sind eben 12. Sind 11. 7 und 4 sind 11. Dann stimmt's ja doch. Lulu. Ja, fein. Was hat sie denn? Ach, nicht das Schabefleisch von der Frau Fuhrmann. Nimm das mal aus der Sonne. Ja. Tut auf die altgekühlte Putenleber von der Zügel. Ja. Der bleibt schön frisch. Was macht's denn bei Frau Schönfeld? 21 Mark 10. Also, da muss sie 1,50 zahlen. Lass dich nicht wieder mit 95 Pfennig abspeisen. Wenn sie sagt, dass sie nicht mehr Kleingeld hat, dann sag es mir, dann gehe ich wechseln. Markus. Hallo. Wir wollten nur mal sehen, was ihr so treibt. Für wen habt ihr denn da eingekauft? Naja, das ist... Das sind... Ja, also, für uns ist das jedenfalls nicht. Ja, macht ihr das jeden Tag? Wir haben jetzt 16 Kunden. Tom. Alle Achtung. Dafür bekommt er doch was. Und was macht er damit? Ich meine, spart ihr wenigstens? Wollt ihr irgendjemandem damit helfen? Ja. Ja, gut, das ist Ihre Sache. Also, dass das nicht so weitergeht, ist euch doch wohl klar. Tom, mit dir muss ich jetzt sowieso jeden Tag Schularbeiten machen. Helfen ist ja ganz schön, aber nicht, wenn du dafür Nachhilfestunden bekommst. Oder willst du etwa sitzen bleiben? Ich glaube, wir haben ja nichts dagegen, wenn er Geld verdient, wenn es für einen guten Zweck ist. Aber die Schule darf nicht darunter leiden. Also, mit dem Betrieb ist jetzt Schluss, ja? Und was ist mit unseren Kundinnen? Ja, genau, die sind alle schon ganz schön alt. Ja, sollen die jetzt die schweren Tüten wieder alleine die Treppen rauftragen? Na gut, da haben Sie recht. Ja.
Da müsst ihr ihnen eben sagen, dass ihr nicht mehr jeden Tag für sie Zeit habt. Einmal in der Woche, da würdet ihr gern was für sie einkaufen. Ja, Samstag zum Beispiel, da habt ihr schulfrei. Nein, Samstag ist ganz schlecht. Dann lieber Donnerstag. Ja, Donnerstag, da gibt's alle Sonderangebote. Na gut, also dann Donnerstag. Bravo, also geht liefern, lasst eure Kunden nicht warten. Ja, und was ist mit morgen? Komm! Also meinst du mit dem Brötchen? Also was, mit dem Brötchenservice wird es Schwierigkeiten geben. Ach die, die stehen doch so spät auf. Ja, dann sind wir längst fertig. Ja, darüber wird sich Werner nachher mit euch unterhalten. Ja. So, der Trakt, das ist ja viel zu schwer. Na ja, also komm, wir helfen ja, Ihnen. Komm, jeden Lulu, Tag komm. Zu schwere Tüten. Das sind alles unsere Kundinnen.